Die Rocky Mountains ist die mächtigste Bergkette Nordamerikas. Eisige Gletscher und schneebedeckte Berggipfel, endlose Wälder, zahlreiche Wasserfälle, die über Flüsse in türkisfarbenen Seen münden. Über 4500 Kilometer von Alaska nach New Mexico erstreckt sich diese Bergregion. Schon lange trieb mich der Gedanke, einmal das Land der Indianer kennenzulernen, denen mit der Vertreibung durch die Siedler so viel Leid angetan wurde. Neben der eindrucksvollen Landschaft hat uns die Begegnung mit den frei und wild lebenden Tieren unvergessliche Eindrücke beschert. Nach einer fantastischen Woche in den Rockies ging es dann per Flugzeug nach Vancouver Island, Victoria. Hier waren es insbesondere die Regenwälder, die uns interessierten, weil wir hofften, den sogenannten Salmon Run, den Zug der laichenden Lachse, beobachten zu können. Erfahrungsgemäß finden sich dann auch Bären ein. Wir werden mal sehen. Wir hatten Glück. Millionen von Lachsen ziehen zum Laichen die Flüsse hoch. Und damit ist auch für die Bären der Tisch reich gedeckt. Huh? I bet there'd be. Man ist gut beraten, immer eine ausreichende Distanz zu den Bären zu wahren. Die Einhaltung der Rangordnung spielt bei Bären eine ganz große Rolle. Das wird auch gleich noch ein anderer junger Bär erleben. Hier am Pool wimmelt es von Lachs. Doch der Platz ist für den Chef bestimmt. Aber der Kleine gibt nicht auf und versucht erneut sein Glück. Die Verlockung ist so groß, aber die Tatzen sind einfach zu kurz. Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Vielleicht muss man sich einfach nur noch mehr nach vorne holen.
Nun ist der Hintern nass und Ärger mit dem Alten keine Form mehr. Dabei kämpfen die Lachse weiter und geben die Stromschnellen zu ihren Leichtgewässern zu kommen. Eine unglaubliche Kraftanstrengung für die Lachse. Die Schunden sterben schon viele, bevor sie ihren Laichplatz erreichen. Die Bärenmütter sind jetzt besonders auf ihre Jungen konzentriert. Sie müssen den Fischfang lernen und Speck für den Winter bekommen. Außerdem ist die Mutter äußerst wachsam vor Feinden und kann damit auch schnell aggressiv reagieren. Vorbei an den Robbenbänken geht es nun mit dem Boot in die Wildnis. Wir wollen versuchen, einem Grizzlybär zu begegnen. Ein Seelöwe begleitet uns. Absolute Ruhe und Vorsicht ist angesagt. Wir haben Glück, eine Grizzly-Mutter mit ihren Kindern. Äußerst vorsichtig schaut sie sich immer nach Gefahren um. Sie hat uns gerochen. Es ist ihr nicht geheuer. Sie geht lieber in Sicherheit. Dieser Nachwuchs hat es schon gelernt, wie man Lachse fängt. Auf der Rückfahrt finden sich noch mehrere hundert Delfine ein und zwei Orcas, um sich von uns zu verabschieden. Meine Güte.